Warum auch immer man den beschmieren muss. Das ist ein richtig geiler Baum. Zum Runtersetzen. Ja, hier jetzt einfach so, hier müsste man so Stühle jetzt. Bisschen kühler. Oh, wer beschmiert einen Baum? Das schöne Bergedorf. Ja, wir gehen hier gerade ein bisschen spazieren. Wir haben heute Besuch. Die Sabrina ist da. Ne, die Verrückte, die mir immer so viele Pakete geschickt hat. Und wir gehen heute ein bisschen durch Bergedorf, gehen ein bisschen spazieren. Genießen hier den schönen Park, werden gleich was essen gehen. Ich habe heute das erste Mal Bubble Tea getrunken. Ich habe einen Mango Bubble Tea bekommen mit so Blaubeer-Bubbles. Und ja, das war mein erster richtiger Bubble Tea. War ganz witzig, muss ich sagen. Ist halt auf Schwarztee-Basis. Ist halt, eigentlich vertrage ich Schwarztee nicht so gut. Aber mal gucken. Das ist echt schön hier. Ich war hier schon mal mit Coco, aber so im Dunkeln. Und jetzt gehe ich da auch das erste Mal hier so richtig bewusst durch. Es ist wirklich sehr, sehr schön hier. Ein ganz schöner Spaziergang. Hier kann man sich wohlfühlen. Schöne Natur, bisschen Wasser. Ja, wir machen uns jetzt einen schönen Tag noch. Obwohl es so heiß ist. 28 Grad. Ich esse gerade das erste Mal Pak Choi. Ich habe das jahrelang verkauft und jetzt das erste Mal gegessen. Ist eigentlich ganz lecker. Geschmacksneutral, als ich dachte. Oh, lecker Ente. Sorry Leute, ich muss essen. Wir sind gerade so ein bisschen im Saturn, gucken hier so ein bisschen rum. Oh, den will ich haben. Den brauche ich noch. Oh, guck einfach, was hier so rumliegt. Ne? Und dann sind wir hier gerade so in der absoluten Abfall-Grabbel-Ecke. irgendwie haben die noch ein bisschen zu viel von diesem Mist. Ne? Vor allem, da steht Purpur. Pokémon Purpur. Das ist gar nicht. Das ist nicht Purpur. Aber hier, wer mal wieder braucht, der Preis geht jetzt wieder voll klar für Ring Fit Adventure. Jetzt sind wir hier im Bambushaus. Ja, das wird von unten wieder nach oben. Dann fließt das da runter. Oh, das sieht cool aus, ja. Yeah! Weißt du, was die so orangene Tiere sind? Blau. Was meint ihr, Fische oder Karotten? Yeah, der hübsche Blaue. Aber noch viel hübscher. Da ist schon dein goldener! Dieser goldene Fisch! Schön hier.
Das ist der singende Wassergarten. Dann darfst du nicht ins Wasser fassen. Alter, die haben ja keine Zähne. Da gab es gerade Futter. Der spricht mit mir. Ja. Ich habe mir voll erschrocken. Ja, der hat sich auch erschrocken, hast gesehen, ne? Auch dabei. Die ist so cool. Die ist einfach hier, die lässt sich füttern, die ist dabei. Hier. Du sollst nicht meinen Finger nubbeln. Das Essen. Keine Angst, das ist hier voll erlaubt. Die geben einem hier sogar richtig Tipps, wie man das am besten macht. Das ist so cool. Man kann hier die Fische füttern und streicheln. Und enden. Also die haben sind ja zu mir gekommen. Jetzt? Ja, Faust klar, hier, rein? Hier gibt's Futter. Oh, ist das cool. Na ja. Wie die Bühne saugen, ne? Kannst du auch mal welche reinwerfen? Klar. Okay. Das will ich aber auch mal. Sehen mich nicht. Oh, wie witzig ist das denn? Hallo Fischchen. Moin. Das ist ja voll cool. Ja. Hier, Maria. Dankeschön. Spielplatz hat er gleich erspielt. Oh Mann. Voll schön hier. Alles einfach naturell, einfach wunderschön angelegt. Das stimmt wohl. Das mit den Karpfen war cool. Mit dem Schmetterling auch. Aber es ist einfach hier echt schön, um hier einfach mal lang zu gehen. Was haben wir jetzt an Eintritt bezahlt? 11. 11, 11 und 7, ne? Genau. Ja. Also ich habe ja vorhin echt nicht viel erwartet. Ich wusste einfach nicht, was er heute erwartet. Aber es ist echt schön hier. So für 2-3 Stunden kann man hierher. Es ist echt einfach sehr schön eingerichtet. Es gibt Spielplätze, die Kinder können sich die Zeit vertreiben. Das mit den Fischen war ein absolutes Highlight für die Kinder. Also ich kann euch das hier auch für kleine Kinder empfehlen. Nicht unbedingt Teenager, ich glaube, die würden sich langweilen. Aber Kinder, die begeisterungsfähig noch sind. Hier gibt es Krokodile. Das ist halt mega cool hier. Hier ist jetzt so eine Insel. Von da aus können wir gucken. Es hat halt alles hier irgendwie so asiatische Vibes. Also vor allem natürlich der Bereich extrem. Ja. Etwas Demut, Heimweh, Demut, Heimweh und
gleich was. Timmy und Coco beim Unterschreiben vom Mietvertrag. Frau Coco Seimer, möchten Sie mit mir zusammenziehen nach Marschacht in die Wohnung hier, die 240 Euro Miete weniger kostet, als wir dachten? Nein, Digga! Was haben wir heute? Kann ich gerade nicht gucken. Ich glaube, wir sind 13. Ne, 14. 14.06. Oh mein Gott. Wo war die sich? Ah ja. Das sind nur die beiden. Ich bin so ein bisschen durch den Wind. Möchten Sie mit mir zusammenziehen, dann unterschreiben Sie da. Hamburg. Den 14.06. Das landet im Internet, ich schwör's. Wenn du da runterfällst, das landet im Internet. Ja, zeig mir mal, wie das geht. Nein! Hallo? Marian? Ist mutig, wa? Excuse me? Du lachst auch noch so dreckig. Ist auch klüger. Wenn wir wenn, dann mit festhalten. Kannst du hier nicht schwimmen, ne? Excuse me? Das ist ein ganz breiter Baumstamm. Weißt du, Männer können Breite nicht so einschätzen. Haben wir uns getraut, ne? Ja. Aber weiter gehen wir nicht. Und weil wir die Enten nicht stören wollen. Guck mal, die schlafen da. Wir stören gerade ihren Zuhause. Genau. Und jetzt nach oben rennen! Juhu! Ich will mir da drauf sitzen. Nee, das ist zu gefährlich. Nein, ich darf nicht. Na, machst du es jetzt trotzdem? Ja. Dafür ist es nicht gefährlich. Er wird kälteschockt. Grüß euch. Hallöchen, heute ist ein sehr schöner Tag. Und wir hatten in letzter Zeit sowieso schon sehr wunderschöne Tage. Das, was ich hier in der Hand halte, das ist unser Mietvertrag, den wir bekommen und jetzt gegengezeichnet haben. Das heißt, die Vermieter haben schon unterschrieben, die hatten alles eingetragen und wir haben jetzt gegengezeichnet. Und jetzt bringe ich den zur Post. Damit ist es amtlich. Coco und ich werden nach Marschacht ziehen. Und ja, wir sind natürlich super, super happy. Es ist schade, dass ich euch noch nicht so besonders viel zeigen kann vom Haus, weil es halt noch im Bau ist. Und man einfach von innen und so. Ich habe jetzt zwar Bilder bekommen, wo der Estrich schon gezogen wurde, aber es bringt auch, also man sieht halt wirklich kaum was. Und die Bilder ergeben ja auch kein Gesamtbild vom Haus. Ihr werdet was zu sehen bekommen, sobald das Ganze, ja, sobald man einfach ein bisschen was zu zeigen hat. Weil auch das Grundstück ist natürlich auch alles noch im Bau. Deshalb, da gibt es noch nicht so viel zu sehen für euch. Aber wir werden demnächst, wenn wir dann nochmal irgendwann uns das angucken, dann werde ich mal das Umfeld und vor allem ein bisschen am Deich hin und an der Elbe euch ein bisschen zeigen, was dann auch so, ja, unsere neue Nachbarschaft, unser neues Umfeld, wie das so aussehen wird. Das kann ich euch auf jeden Fall zeigen. So ganz ab und zu erweitere ich ja auch ein kleines bisschen die Sammlung, ne? Wir haben ja neulich Mail Mall gespielt und da gab es halt diese cute Collectors Edition. Das ist halt wie so ein Brettspiel aufgemacht. So richtig so mit so Brettspielinhalt. Das fand ich halt einfach zu cute und das ist halt super günstig zu haben. Ich glaube, 20 Euro dafür bezahlt.
Und ja, das wollte ich halt. Ich fand es erstmal geil, dass es dieses bekloppte Spiel überhaupt physisch gibt und dann noch so als Collectors und dann so Brettspiel. Das musste auf jeden Fall mal geholt werden. Dann habe ich hier einen ganz, ganz lieben Brief. Ja, hoffe ich mal. Ich habe ihn ja noch nicht gelesen. Denn mir wurde halt schon gesagt, ich darf diesen Brief vorlesen. Und zwar hier on stream. Und das würde ich doch tatsächlich einmal machen. Okay, andere Seite. Grüß dich, Tim. Hier oben steht es genau. Kannst den Brief, Bild... Sowas ist immer sehr, sehr geil. Wenn ihr mir einen Brief immer am Anfang klarstellen, ob ich den im Vlog vorlesen darf oder soll. Er würde sich tatsächlich sogar darüber freuen. Ist immer ganz cool, wenn man das direkt als Info hat, bevor man den dann gelesen hat. Grüß dich, Tim. Es ist jetzt wirklich schon ein Weilchen her, dass ich dir einen Brief geschrieben habe. Ich meine, damals habe ich noch stolz berichtet, dass ich meinen Führerschein geschafft und ein Studium beim Finanzamt angefangen habe. Mittlerweile bin ich im vierten Semester, gehöre zu den Besten im Jahrgang und meine Probezeit endet bereits im September. Es ist wirklich krass, wie die Zeit rast, aber bei dir war ja auch viel los in der ganzen Zeit. Kein Einzelhandel mehr, Coco und gefühlt einmal im Monat ein Subathon. Dieses Gefühl. Ja, da leidet jemand mit. Ich habe diesen Brief am Tag nach deinem Zelda Tears of the Kingdom Marathon geschrieben, um dir einfach mal wieder Danke zu sagen. Ich persönlich finde ja, man kann sowas nie zu oft sagen. Und gerade in der heutigen Zeit hat es auch mehr Gewicht. Von Tag 1 war ich beim Twitch-Event dabei, habe teilweise die Nacht durchgemacht, bin in die um die Vorlesung um 8 Uhr und zurück ins Wohnheim deiner Moderationsstimme gelauscht. Ich weiß zwar, dass dich im Laufe deiner YouTube-Zeit schon unzählige Danksagungen erreicht haben, aber ich glaube, du hast nicht die leiseste Ahnung, wie viel du manchen Menschen bedeutest und halt schenkst. Ich glaube, sowas wird das schon bedeuten. Seit dem Conker-Luigi-Battle bin ich schon dabei und habe keine Millisekunde bereut. Das ist schon wirklich lange vor allem. Der ist halt wirklich, glaube ich, 10 Jahre her oder so. Denn ohne dich glaube ich nicht, dass ich heute noch da wäre. Der letzte bzw. die letzten Briefe sind ja schon eine Weile her. Zur Auffrischung. Gewalttätiger Bruder, Alkoholikerin als Mutter, vom Vater als Mensch zweiter Klasse abgestempelt und über viele Jahre Mobbing mit anschließendem Selbstmordversuch habe ich über mich ergehen lassen und viele tränenreiche und schlaflose Nächte verbracht. Aber ich habe mir nie meinen Humor nehmen lassen. Dank dir. Oh. Ich muss mal Edi kurz den Arm entlassen. Ja, wenn man sowas liest, ne? Es ist krass, wie man manche Menschen erreicht, wie man Menschen, von denen man... Also gut, ich kenne ihn jetzt schon eine ganze Weile. Ich kenne sowohl den Namen, den Pector von müsste YouTube sein, und den Petrik, den kenne ich jetzt auch schon eine ganze Weile. Aber es ist immer wieder krass, wie man, ohne das zu wissen, wie man Menschen erreicht. Und das ist immer etwas, weshalb ich auch, ja, weshalb man nie irgendwie daran denkt, mal aufzuhören. Weil man immer diese stille Menge an Menschen, auch wenn es immer leicht fällt, sich irgendwie zu gucken, dass man nie diesen großen Erfolg hat, sind es halt trotzdem tausende Menschen, die man erreicht und die man, wie man hier dann manchmal merkt, extrem positiv und stark beeinflussen kann. Mittlerweile bin ich ausgezogen und das ist die beste Nachricht, die man hier so hören konnte. Ne? Mittlerweile, ja, und habe nur noch wenig Kontakt zu meiner Familie und zu keinem aus der Schulzeit. Stattdessen habe ich durch das Studium unfassbar tolle Menschen kennenlernen dürfen, die mich in Tiefphasen immer wieder aufbauen und mein kaputtes Leben Stück für Stück reparieren. Ansonsten habe ich dieses Jahr endlich meinen Fischereischein nachgeholt, was übrigens der Twitch-Chat extrem gefeiert hat. Vor allem dieser kleine Seitenhieb so, ne? Also der Twitch-Chat hat's gefeiert. Du nicht, ja. Ja, genau, das hat er durch die Blume quasi gesagt. Übrigens, der Twitch-Chat hat's gefeiert, ne, Tim? Und habe vor, jedes Wochenende die Angel auch mal mit Freunden auszuwerfen und mal schauen, was die Zukunft noch alles für mich bereithält. Eine erste Freundin könnte ich langsam mal hinbekommen. Lass dir damit Zeit. Mach dir da überhaupt keinen Stress mit. Manchmal dauert es 37 Jahre, bis man die Traumfrau im Leben gefunden hat. Ja, seht ihr die? Das ist sie. Und wie mir gerade auffällt, habe ich doch nicht so viel Neues zu berichten. Geil. Ja, einfach, weil mich das Studium schon sehr einnimmt, aber ich will mich nicht beschweren.
Wie am Anfang schon gesagt, ist dieser Brief eigentlich nur dafür da, um Danke zu sagen. Uff, jetzt kommen mir wirklich schon die Tränen. Ich halte mich mal kurz. Ich wünsche dir, Coco und deiner ganzen Familie alles Glück der Welt und viel Gesundheit. Ihr seid immer Teil meiner Gebete. Möge Gott euch schützen. Vielleicht sieht man sich mal, wenn du zufällig ins Schwabenland und nee, da werde ich nicht hin. Mit freundlichen Grüßen, Patrick. Patrick. Super Patreon-Bild. Richtig, Coco, mein... Ach, stimmt, er ist schon eins, der das erhalten hat. Ja? Ja. Er müsste der Erste gewesen sein. Ich glaube, er war das Reptile. Mit den blonden Haaren. Ist nicht der. Warum auch immer, aber... Ne? Ist nicht der Erste gewesen. Okay, aber was stimmt mit dir nicht? Dieses Reptile mit diesem blonden Haar, was sieht schon echt witzig aus. Und dazu hat er noch ein Bild mitgeschickt. Das mache ich mal so, damit man sieht. Wann war das eigentlich, sag mal? Warst du noch jünger? Ja, aber auch kein Bart und so. War das über eine Wette oder so? Manchmal vertut sich. Ich habe auch manchmal so Phasen. Manchmal sehe ich halt ohne Bart oder sonst wie auch auf einmal jünger aus, als ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich vielleicht war. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so viel jünger gewesen bin. Nee, Falten. Ja, an den Augen, ne? Deine Lachfalten. Ja. Auf jeden Fall, ja, vielen, vielen Dank auch für deinen Support über die ganzen Jahre gucken und vielen Dank für diesen lieben Brief. Ihr könnt euch manchmal, glaube ich, auch gar nicht vorstellen, was das einem YouTuber, einem Streamer für Kraft gibt, solche Nachrichten zu lesen. Vor allem das Witzige ist, das ist, glaube ich, auch so das erste Mal, dass du ja auch mit thematisiert wurdest und mal dabei warst, so einen Brief, ne, ja, zu bekommen. Ja, ansonsten, ich warne dich vor, ich werde gleich einmal rüberschwenken. Ansonsten haben wir beide, ja, im Moment einfach sehr, sehr viel, über das wir uns freuen können. Ihr habt sehr, sehr viel gesehen. Wir haben den Vertrag unterschrieben, wir haben so ein kleines Büchlein, das zeige ich euch beim nächsten Mal, wo wir uns so To-Do-Listen gemacht haben und ja, wir haben endlich unterschrieben. Wir haben endlich ein gemeinsames Häuschen, das wir uns auch schon angeguckt haben. Ihr werdet das demnächst bestimmt mal sehen. Im Moment gibt es einfach echt noch nicht so viel zu zeigen. Die Außenfassade, aber innen drin wird jetzt halt alles erst richtig gemacht. Und man ist auch so super motiviert für jeden kleinen Scheiß. Ja. Fitnesscenter kündigen, ja, so. Ja. Sonnenbank kündigen, ja. Yes. Kündigen so immer die Kleinigkeiten. Neulich habe ich leider zu lange hier noch gebraucht, aber ich hatte voll Bock rüber zu gehen und Klamotten auszumisten. Sie hat jetzt Glück, weil das mache ich jetzt, während sie hier ist. Wahrscheinlich lacht sie dich kaputt, wenn ich da diese ganzen Sachen anprobiere und ihr zeigt, was ich so für Klamotten hatte über die ganzen Jahre. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Ja, wir sind sehr, sehr happy, sehr, sehr froh. Der ganze Terz, der ganze Stress mit der Wohnungssuche hat ein Ende. Und jetzt können wir uns darauf vorbereiten. Jetzt kommt nochmal so ein bisschen Vorbereitung und bis wir dann endlich zusammen wohnen. Aber dann haben wir es geschafft. Beinahe. Ja. Erst dann 10. Also soweit. Ja. Okay, meine Lieben. Ich lade den Vlog mal für euch hoch. Ihr habt ja genug bescheuerten Blödsinn gesehen. Wenn dazu irgendwelche Fragen sind. Ich habe erfahren, manchmal zeige ich Dinge im Vlog. Vergesst dann aber zu sagen, was das genau war oder sowas. Dann fragt sie. Sie antwortet mehr als ich. Ja. Alles klar, hab euch alle ganz so lieb. Bis zum nächsten Vlog. Ciao. Tschüss.